So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play SMP Live Your Dream. Ja, dieses Mal werden wir mal wieder fliegen gehen. Und ja, wie ihr seht, ist jetzt 23:27 Uhr. Und wenn ihr 1 und 1 kombinieren könnt, kommt ihr vielleicht auf die Idee. Es ist immer noch Freitag, ja. Obwohl ich gesagt habe, ich nehme erst wieder morgen oder so auf. Aber das habe ich nicht gemacht, ja, weil ich weiß, ich habe einfach gerade richtig Bock aufzunehmen, ja. Und ihr müsst jetzt leider noch etwas länger warten, bis dann eben, ja, die Videos kommen, in denen ich auf eure Kommentare eingehe. Ja, wie gesagt, die Kommentare sind noch nicht angekommen. Deswegen muss ich noch ein bisschen warten. Deswegen habe ich da jetzt auch kein Sprechthema, über das ich reden könnte. Ja, die 100 Abonnenten, das 100 Abonnenten-Special habe ich ja schon, ja, eigentlich alles geklärt, sage ich mal. Oder sowas in der Art. Jedenfalls glaube ich nicht, damit ich da noch irgendwas zu ergänzen muss. Ich denke, das habe ich alles zu Genüge gesprochen. Ja, ich dachte mal, ich dachte mal, ja, ich dachte mal, ja. Ich denke manchmal, manchmal auch nicht. Nein, ich dachte, ich rede heute mal darüber, ja, was wir denn noch so auf Live Your Dream machen könnten. Also was dann eigentlich so im Grunde, in Anführungszeichen, das Ziel des Let's Plays ist, ne? Ich meine, im Grunde ist SMP ein Endlosprojekt, ja. Allerdings werde ich das natürlich nicht das gibt's doch nicht, unendlich lang machen können, ja. Beziehungsweise wollen, ja. Irgendwann ist die Luft raus. Ich denke mal, das dürfte jeder von euch verstehen. Und na, deswegen versuche ich jetzt erstmal so Ziele zu definieren, die wir auf jeden Fall noch erreichen werden, bevor das Let's Play zu Ende ist. Das ist natürlich schon wieder so anders, wenn ich das Let's Play beenden wollte. Will ich nicht, ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwer was Falsches denke. Ja, und zwar habe ich mir so, ich sag mal, zwei Hauptziele gesteckt. Ich glaube, die zwei treffen es ganz gut, ja. Und zwar wäre Ziel Nummer 1, in eine Fraktion zu kommen. In eine Fraktion, die mir auch Spaß macht und die ich dabei aufnehmen kann. Es gibt ja viele Fraktionen, wo man dann eben diese unglaublich, teilweise unglaublich nervige Teamspeak-Pflicht hat, wo es echt unglaublich unnötig ist. Wenn man da im Teamspeak sein kann, früher, wo ich auf Livestream war, da hatte ich auch, war ich auch in einer, was ist denn jetzt los mit meinem Gelaber? Das gibt's doch nicht. Nee, ich war auch in einer Fraktion, ja, und zwar in Trucker. Und ich musste einfach immer im Teamspeak sein, ja. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, ja. Also, ich meine, bei Polizei und so kann ich das ja noch verstehen, ja. Bei Polizei, FBI, Army und sowas. Auch wenn ich da sagen muss, nicht immer, ja. Es ist dann doch eher sowas, wenn die jetzt, sagen wir mal, man muss reichbar sein, ja? Nicht, dass du die ganze Zeit auf dem TS sein musst. Oh, was liegt denn da oben? Nicht, dass du die ganze Zeit auf dem TS sein musst, sondern. Okay. Also nicht, dass du die ganze Zeit auf dem TS sein musst, sondern mehr, dass du eben, wenn du jetzt angeschrieben wirst, dass du mal auf den TS kommen sollst, eben sofort zur Verfügung bist, ja? Ach, übrigens, was ich mal kurz einwerfen muss. Ich habe herausgefunden, warum ich so schlecht FPS habe. Der FPS-Limiter war an. Ja, hab ich mal wieder nachgedacht. So. Ja, dann, also wie gesagt, da ist das nützlich, aber bei Trucker und so, das ist echt unglaublich unnütz. Und ich weiß es nicht genau, welchen Fraktionen hier auf Live Your Dream jetzt eine TS-Pflicht herrscht. Ich werde auch auf jeden Fall dann auch mal beim Leader nachfragen, wie das denn aussieht mit TS-Pflicht, auch wenn da nichts von TS-Pflicht steht, ja. Weil, naja, ich bin mir ziemlich sicher, damit sich man nicht so denkt, ach nee, das braucht man nicht hinschreiben, das ist das selbstverständlich, ne? Und deswegen denke ich mir so, nee, lieber nicht. Beziehungsweise dann eben im TS erreichbar bin, und bin ich dann halt nur einfach Mute und so, ne? Das dürfte logisch nachvollziehbar sein. Weiß nicht, ob das dann zufriedenstellend wäre. Wie gesagt, das muss ich dann mit dem jeweiligen Leader der Fraktion abklären. Abklären, genau. Ja. Dann, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welche Fraktion keine TS-Pflicht hat und kein Level, das ins Unendliche steigt. Ja, weil ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mir die zweimal kurz angeguckt, aber auch nur in Sachen, oh Scheiße, brauche ich ein hohes Level, oh Scheiße, brauche ich ein hohes Level, oh Scheiße, brauche ich ein hohes Level. Und das war es dann im Grunde auch schon, ja. Deswegen nicht sehr effektiv, um zu wissen, um dann wirklich zu wissen, ja, ob das dann auch wirklich, ja, eine geeignete Fraktion für einen YouTuber ist, ne? Da muss man ja nochmal definitiv unterscheiden zwischen Leute, die normal zocken und Leute, die hier jetzt noch aufnehmen, ne? Macht jedenfalls riesen Unterschied. So, und was ist Ziel 2? Ja, das wird erst nach der Fraktion kommen. Und zwar will ich mir ein cooles Auto kaufen, ja?
Das ist wahrscheinlich das beste Ziel, das ich je irgendein SMP-Let's-Player in einem SMP-Let's-Play gesteckt hat, ja. Aber ich will mein ganzes Auto kaufen, ja. Weil ich weiß noch, das hat hammäßig viel Spaß gemacht, wo ich mal damit fahren konnte. Oder halt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Es tut mir hammäßig leid, ja, aber ich kann mir die Namen nicht merken. Auf jeden Fall, wo ich mal mit dem Auto fahren durfte, das hat mir hammäßig viel Spaß gemacht. Und da dachte ich mir, ja, das will ich auch auf jeden Fall mal in diesem Let's Play erreichen. Jetzt, ne, und nicht eben mir Autos von anderen leihen müssen, sondern ein eigenes zu kaufen. Und da die recht teuer sind, denke ich, dass das Ganze erst nach einer Fraktion hinhauen wird. Weil ich vermute mal, damit ich eben dann das dementsprechende Level für eine Fraktion schneller erreiche, als eben das Geld für ein Auto. So, nicht wundern, dass da jetzt vielleicht ein kleiner Cut war. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt. Ich habe versucht, das Ganze zu verstecken, aber jetzt ist es sowieso spät. Ich muss kurz was trinken, weil ich weiß nicht, mein Mund ist so trocken. So, ja, ich wollte nämlich kurz gucken, wie viele Respektpunkte ich habe. Und ziemlich wenig, bis zu Level 4. Das ist ziemlich scheiße. Nein, natürlich nicht. Würde ich nie in einem Let's Play sagen. So, was gibt's hier noch so? Ja, eigentlich sonst nichts. Wie viel habe ich denn hier? Irgendwo hier, Scheine. Gibt's nicht, oder was? Warum habe ich keine Staatsangehörigkeit? Okay. Scheine. Ach, warte, ich kann einfach schlecht Scheine machen. So, Autoschein 0 von 10 und LKW-Schein 0 von 10 und Flugschein 0 von 10. Okay. Es gibt Autoschein mit Anhänger? Im Ernst? Alter, man ist geil. Ja, die sind teuer, ne? Aber ich habe ja jetzt Geld, ja? Ich könnte in der nächsten Episode einen Schein machen. Aha. Das ist eine gar nicht so schlechte Idee. Dann gucke ich mir vielleicht nochmal vor der nächsten Episode, vor der nächsten Folge, wie auch immer man das nennen möchte, im Forum um und guck da mal nach den Fraktionen, um da jetzt mal genauere Informationen preisgeben zu können. Und ja, werden wir mal gucken, was für einen Schein ich machen kann, ne? Auto mit Anhänger hört sich ziemlich Premium an. Mal gucken. So, dann, ja, ab zurück nach LS. Bis dahin wird der Part wahrscheinlich nicht beendet sein. Normalerweise, wenn ich eine Runde fliege, ist der Part dann beendet, aber ich glaube, heute fliege ich schneller als sonst. Ja, ne? Ist klar. So, ich weiß gar nicht, welchen Schein ich machen soll, ne? Ich meine, im Grunde hilft mir überhaupt kein Schein von dem was, ja? Das wisst ihr aber so nicht. Ich sollte vielleicht den Motorradschein machen. Ich glaube, das ist noch der nützlichste, mit dem ich machen kann. Aber dann habe ich ja noch so viel Geld. Ja, ich kann einfach alle machen. Nee, kann ich nicht schon einen Waffenschein machen? Ich weiß das nicht. Ich glaube, ich frage dann auch mal gleich nach dem Waffenschein nach. Ja, warum denn nicht, ne? Ich meine, es ist ja immer gut, mal alle Scheine zu haben. Für viele Fraktionen wichtig. Für manche nicht. Eben für Fraktionen wie Polizei. Oder andere Fraktionen, wo eben mit Waffen und Fahrzeugen hantiert wird. So, dann landen wir auch gleich in dem unglaublich beschissenen Landeanflug, in dem ich mich gerade befinde. Und, das ist gerade was explodiert. Hundertprozentig gerade was explodiert. So, wir sind jetzt bei 8 Minuten, wahrscheinlich unter 8 Minuten, weil ich habe die Stoppuhr nicht ausgemacht, wo ich kurz die Aufnahme beendet habe. Um was zu trinken. Aber was soll ich machen? So, dann ich mal kurz hier abstellen. Komm. Abstellen. Nee, nicht abstellen. In den Punkt fahren. Ja. Was mir gerade spontan einfällt, man könnte doch eigentlich noch als wie kann ich es nennen? Nee, mir fällt der Name nicht ein, ja. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich habe in SMP ein Primärziel, die Fraktion, ein Sekundärziel, das Auto. Aber was sehen Sie? Drei? Scheiße. Naja, jedenfalls dachte ich mir so, ja, ich könnte mir noch ein drittes Ziel machen, was dann nach dem Auto kommen würde, weil es dann eben die Preise nochmal um einiges höher ist. Und zwar einfach ein Haus. Hm? Ganz einfach, ich könnte mir ja noch als Ziel setzen oder ich werde mir noch als Ziel setzen. Das gucke ich dann, wie es jetzt eben weitergeht mit SMP. Und wie das dann aussieht mit der Fraktion, ob ich da jetzt noch 50 Stunden drauf hinarbeiten muss oder ob das relativ schnell geht, ne? Weil ganz ehrlich, 50 Stunden ist eine lange Zeit. Aber ich denke, das sollte vielleicht funktionieren. Ich gucke halt mal, ne? Das steht alles noch in den Sternen. Nein, eigentlich nicht, aber das sagt man so.
Und ich denke, es sollte möglich sein. Und wenn auch mit einem starken Zeitaufwand. So, dann laufen wir mal kurz zu unserem Auto. Das ist doch hier irgendwo. Hier, genau. Ja, Abkürzung, ne? Obwohl, nee, doch, war eine Abkürzung. So, hier ist Löschka. Genau, erstmal das Auto wegschieben. Carlock. Und Motor. Und Licht. So, ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht zu stark. Ja, ich glaube, ich habe die Angewohnheit, immer richtig hart auf Enter zu drücken. Aber das ist ja halt nicht, ne, wenn man es jetzt schon stark hört, dann will ich mich gar nicht mehr zurückerinnern, wie das mal meine alten Tastatur war. Ja, weil die ist ja um ein Vielfaches leiser als meine andere, die ich davor hatte. Und das war echt krass. So, ich wollte gerade zur Stadthalle fahren. Ich weiß nicht warum. Ich dachte mir, ja, vielleicht geht da ein bisschen Action ab oder so. Gucke ich doch mal hin, ne? So, und naja, der Part geht ja auch nicht mehr lang. Ich meine, jetzt wird es sich nicht mehr lohnen, noch irgendwas Großartiges anzufangen. Ne? Weil der Part geht nicht mehr lang. Habe ich ja gerade schon gesagt. So, dann hier irgendwo irgendwas. Aha, nee, das habe ich schon gelesen. Muss ich mir nicht angucken. Okay, hier scheint ja richtig die Party abzugehen. Für das Spiel sind ja auch noch. Ach, nur 51, das ist ja. Woher kommt der denn jetzt? Okay. Nur 51, ja, das ist ja richtig wenig für hier Life a Dream-Verhältnisse. So, dann. Alter, ich dachte gerade, ich wurde geblitzt, ja. Das wäre komisch gewesen, weil ich fahre ja nicht so schnell. So, werde ich jetzt mal hier parken. Warum seht ihr im nächsten Part? Ja, bisschen Cliffhanger und so. So, dann, ja, hoffe ich, hat euch dieser Part gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein hier bei Let's Play SMP Live You Dream. Bis dann und tschö.